Leute, ich bin ziemlich angepisst und nein, das liegt nicht an euch, das sei direkt mal am Anfang gesagt. Das hier ist ein kurzes Real Talk Video, wo ich mal kurz über meine Gedanken sprechen möchte und über ein Thema, was ich zuletzt auf Twitter gesehen habe, was mich unfassbar aufregt und was mich richtig, richtig wütend macht. Wie wir alle wissen, hat Mads Mikkelsen Johnny Depp als Gellert Grindelwald ersetzt und das haben einige Leute nicht unbedingt positiv aufgenommen. Um es mal nett zu formulieren. Dafür gibt es ja auch Gründe, das sei am Anfang direkt mal dazu gesagt. Dass Johnny Depp die Rolle des Grindelwald verloren hat, ist eine total beschissene Sache. Es ist etwas, was Warner wirklich unglaublich scheiße dastehen lässt und irgendein Sesselfurzer in diesem Gremium wird da wahrscheinlich die Fäden in der Hand haben und gesagt haben, yo, das Risiko können wir nicht eingehen. Obwohl die Verhandlungen noch nicht vorbei sind, WTF. Das war der Grund dafür, dass Johnny Depp damals die Rolle des Gellert Grindelwald verloren hat und warum sich Warner Bros. Für den dritten Fantastic Beasts Film einen neuen Schauspieler für Gellert Grindelwald gesucht hat. Und die Wahl fiel, wie wir wahrscheinlich jetzt alle wissen, auf Mads Mikkelsen, einem begnadeten Schauspieler, ein wahnsinnig guter Schauspieler und meiner Meinung nach, und da möchte ich mich jetzt ja schon ein bisschen aus dem Fenster lehnen, ich bin da wirklich von überzeugt, ein sehr, sehr guter, wenn nicht sogar der beste Schauspieler für Gellert Grindelwald, den man sich vorstellen kann. Er hatte zum Beispiel in Hannibal die Rolle des Hannibal Lecter, logischerweise, und diese Rolle ist unglaublich manipulativ und böse. Also genau die gleichen Eigenschaften, die auch Grindelwald auszeichnen. Und diese Rolle hat er... Ich habe die ganzen 3 Staffeln gesehen, Leute. Wer sie auch gesehen hat, könnte mir da wahrscheinlich zustimmen, gehe ich mal von aus. Es war einfach unglaublich genial und das überzeugt mich wirklich sehr. Und auch sein Auftritt im ersten Fantastic Beasts 3 Trailer war absolut positiv, meiner Meinung nach. Doch worum geht es jetzt hier in diesem Video? Ich fasse euch das gerade mal kurz zusammen. Mads Mikkelsen hat vor ein paar Tagen seinen Instagram-Account deaktiviert, weil Johnny Depp-Fans auf ihn losgegangen sind und ihn beleidigt haben und bedroht haben. Und eben dafür gesorgt haben, dass der Dude einfach hergeht und seinen Instagram-Account deaktiviert. Ich meine, WTF, wo sind wir denn da hingekommen, dass Fans auf einen zurennen und fertig machen bei einer Person, die soweit gar nichts dafür kann? Weil wir müssen mal festhalten, Mads Mikkelsen kann nichts dafür, dass Johnny Depp die Rolle nicht mehr hat. Diese Schuld liegt bei irgendeinem Sesselfurzer bei Warner. Niemand sonst hat die Schuld. Und jetzt herzugehen und Mads Mikkelsen dafür verantwortlich zu machen, zu beleidigen oder zu bedrohen, ist sowas von unterste Schublade. Und ich verstehe vollkommen, dass Leute sauer sind, weil Johnny Depp die Rolle nicht mehr hat. Ich find's auch mega, mega scheiße, dass er die Rolle nicht hat. Vor allem aus der Begründung heraus. Die Begründung ist absolut komplett für den Arsch. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich ihm die Rolle auch wiedergeben. Nicht unbedingt, weil ich finde, dass Johnny Depp besser ist, sondern einfach, weil ich finde, dass er die Rolle aus niedrigen Gründen verloren hat. Und nichtigen Gründen vor allem. Diese Meinung vertrete ich selber und die habe ich auch schon oft geteilt auf meinem Kanal. Aber dass ich jetzt gestern hören musste und mitbekommen habe, dass Mads Mikkelsen als jemand, der überhaupt nichts mit dieser Thematik zu tun hat, der einfach nur seinen Job macht, und zwar sehr gut, dass der als Ziel dafür genommen wird, damit sich irgendwelche Johnny Depp-Fangirls jetzt irgendwie abreagieren können, das geht mir nicht in den Kopf rein. Weil das Ding ist halt einfach, dieser namenlose Sesselfurzer von Warner ist eben, genau, namenlos. Man kann ihn eben nicht direkt anschreiben. Man hat kein direktes Feindbild. Mads Mikkelsen, als derjenige, der Johnny Depp ersetzt hat, ist jetzt aber dieses Feindbild anscheinend bei diesen Leuten und kann halt eben direkt kontaktiert werden über sein Instagram, über sein Twitter und was weiß ich, wo der noch sonst so unterwegs ist. Dass man ihn jetzt da als Feindbild hochstuft, einem Menschen, der zum dritten Mal nichts dafür kann, geht sowas von überhaupt nicht klar. Mir tut es jetzt einfach für Mads Mikkelsen unglaublich leid, dass er diesem Shitstorm ausgesetzt ist. Und Gott sei Dank, und da bin ich wirklich sehr, sehr glücklich drüber, habe ich eine gewisse Reichweite im Harry Potter Fandom, gerade in Deutschland. Und ich möchte meine Reichweite dafür nutzen, dass Mads Mikkelsen ein wenig, und wenn es auch nur ein ganz kleines bisschen ist, aber dass er ein bisschen positive Vibes von uns abbekommt. Von daher möchte ich gerne einen kleinen Hashtag ins Leben rufen, nämlich I stand with Mads Mikkelsen. Ich weiß, das Ganze wird nicht viel bringen und das Ganze wird wahrscheinlich auch insgesamt gesehen nicht wirklich groß werden, weil, naja, seien wir mal ehrlich, Leute, die Johnny Depp-Fangirls, die da auf Mads Mikkelsen losgegangen sind, werden bei weitem mehr sein, wenn er dafür schon seinen ganzen Instagram-Account deaktiviert. Aber
Selbst wenn es ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, ich finde, wir sollten da was machen und ich denke auch, dass viele Leute jetzt hier dabei sind, selbst Leute, die Johnny Depp verehren und vergöttern und Riesenfans von dem sind, die aber trotzdem reflektieren können, wo da der Fehler in der Matrix ist. Wo da Scheiße mit Mads Mikkelsen abgezogen wird. Ich sag's gerade raus. Ich weiß, dieses Video hier ist mehr oder weniger einfach ein Abreagieren für mich selber auch, aber das muss jetzt einfach sein. Ich musste mich jetzt hier vor diese Kamera setzen, musste euch das einfach mal kurz erzählen, weil, nee Leute, sowas geht absolut gar nicht. Man kann immer noch, ich bin selber der Meinung, man kann es absolut kritisieren, dass Johnny Depp rausgeworfen wird. Tu ich selber. Je nachdem, wer dafür wirklich verantwortlich war. Diese Person gehört dafür kritisiert, aber eben die verantwortliche Person und nicht jemand, der nichts dafür kann. Also lasst uns doch bitte trennen zwischen demjenigen, der wirklich schuld daran ist, der leider keinen Namen hat, das ist halt eben das Problem bei diesem gewissen Klientel, und der Person, die einfach nur das Angebot bekommen hat, einen Job zu ersetzen oder den generellen Job zu tun und die eben unschuldig ist. Ich könnte mich da wirklich Stunden drüber aufregen, die Cancel Culture. Ich weiß, nicht alle mögen diesen Namen, aber seien wir doch mal ehrlich, es ist genau das. Mads Mikkelsen wird von Leuten gecancelt dafür, dass er die Rolle von Johnny Depp übernommen hat. Und man kann immer berechtigte Kritik haben. Und ich sag's nochmal, ich sehe es als berechtigte Kritik an, dass Johnny Depp die Rolle verloren hat. Aber wie man die auslebt und wie man Kritik generell an Menschen rüberbringt und auch vor allem an welche Menschen, das ist halt etwas, was anscheinend total viele Leute mehr aus Emotionen heraus tun, als aus irgendwelchen differenzierten, reflektierten Gründen. Weil jeder Mensch, der vernünftig über diese Thematik nachdenkt, dürfte merken, dass es total schwachsinnig ist, Mads Mikkelsen als Schuldigen dafür auszuwählen oder als Ziel dafür auszuwählen, was andere große Warner-Sesselfurzer verbockt haben. Und jemand, der 5 Minuten darüber nachdenkt und der nicht komplett verblendet ist in seinen Emotionen in diesem Moment, wird das verstehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch viele von euch da draußen verstehen werden. Also Leute, das war es eigentlich schon. Es war ein kurzes Rage-Video, ich musste das machen, aber da ist mir jetzt gerade wirklich ein kleiner Stein vom Herzen gefallen. Lasst uns den Hashtag #IStandWithMadsMikkelsen in die Trends bringen. Auf Twitter, vielleicht auf YouTube, auf Instagram. Lasst uns ihm zeigen, dass es Leute gibt, die das eben richtig sehen, die da nicht komplett verblendet sind und die seine Arbeit wertschätzen, denn er macht einen tollen Job. Sofern man das schon am ersten Trailer erkennen kann, kann man natürlich nicht direkt, aber ich finde, was man gesehen hat, sieht schon sehr positiv aus und davon bin ich wirklich sehr überzeugt. Leute, lasst uns abwarten, wie der dritte Teil wird, wie Mads Mikkelsen als Gellert Grindelwald wird. Lasst uns danach bewerten, ob er die Rolle gut gemacht hat oder nicht. Leute, sorry, ich bin normalerweise nicht der Mensch, der sich so ernst vor die Kamera setzt, aber wenn es etwas gibt, was mich in Rage bringt, was mich sauer macht, dann sind es diese Cancel-Culture-Attitüden und diese Methodik dahinter. Sie ist so unendlich toxisch und diese Leute raffen es einfach nicht. Und es gibt so viele Beispiele. Das ist ja nur ein Beispiel von vielen. Es gibt so viele Beispiele im Internet, wo irgendwelche Promis oder bekanntere Personen fertig gemacht werden, ohne Beweisgrundlage oder ohne, dass sie etwas direkt dafür können. Kann sein, dass das nur meine Bubble ist oder beziehungsweise nur meine Perspektive, die mir das sagt, aber ich habe das Gefühl, dass das immer mehr wird, je größer das Internet wird oder je älter das Internet wird. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist das so ein Phänomen, was gerade durch das Internet sehr, sehr groß wird und ich bin einfach froh, dass es hier in dieser Community nicht so läuft. Vielen Dank, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt. Tut mir leid, falls es ein bisschen, ja, negative Vibes gestreut hat. Ich musste das jetzt loswerden. Vielleicht schaffen wir es damit ein bisschen, die Leute zum Umdenken zu bewegen. Ich halte das noch für zweifelhaft, aber im Zweifelsfall haben wir trotzdem vielleicht eine kleine Message an Mads Mikkelsen rausgesendet, dass es eben doch Leute gibt, die das Ganze vernünftig betrachten und nicht komplett blind durch Emotionen auf jemanden draufhauen, der gar nichts dafür kann.